Ich hätte gerne Wasser und das wäre super toll. La 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 la. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Schrei-Let's Play Prince of Persia: Sands of Time. Ich habe keine Ahnung, wo bin ich. Was? Und ich spiele das jetzt übrigens, weil ich mich übrigens auch gerade so ein bisschen aufrege über Leute, die vollkommen besch. Wir machen nochmal das. Ah. Die vollkommen bescheuert sind. Vollkommen hirnverbrannt, möchte ich meinen. Ich gehe nochmal speichern, nur zur Sicherheit. Übrigens, ich schaue gerade Fußball nebenbei. Ich speichere den gerade über. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ne, und er spielt gerade Suisse gegen France. Also Schweiz gegen Frankreich. 0 zu 3 übrigens gerade. Und zwei von den Toren waren innerhalb von Sekunden gemacht worden, würde ich sagen. Hintereinander. Das 2 zu 0 und das 3 zu 0. Bin gespannt, wie es ausgeht, muss ich sagen. Aber das war übrigens alles in der ersten Halbzeit, das 3 zu 0. Ne? Also da war noch, ist eigentlich noch alles drin. Wir müssen die Tür öffnen. Sucht nach einem Schalter. Ich habe einen gefunden. Den kann ich doch festhalten und ziehen. Die Tür ist offen. Ich gehe rein. Nicht! Wartet auf mich! Schnell! Ja, das ist nicht schnell, Junge. Lässt er sich Zeit? Ach, na super. Ja, ich weiß schon. Die Tafel der Soldaten. Der Geruch von Essen drang noch aus der Küche. Wenige Stunden zuvor saßen hier Männer an den Tischen. Auf dem Fußballfeld sitzt auch jemand. Die kameradschaftlich miteinander lachten. Wie die Männer meines Vaters in Seraph, in aller Ruhe. Dass sie sich im Palast sicher vor Feinden fühlen. Wichsknubbel. Wie sollten sie ahnen, dass der Feind schon unter ihnen war? Hinter euch! So, eine weniger. Hinter euch. Nee, das möchte ich so nicht. Das möchte ich nur. Alter, reagier doch mal, du bescheuertes Mistding. So, zack. Was kann ich mir leisten? Helft mir! Ah, jetzt kann die auch nicht mal. Oberpimp weggemacht. Wie macht er das? Alter, Routers Kick drauf, ey. Super, der Oberpimp ist Boss. Hinter euch! Wow, das war knapp. Alter, wenn die Kamera... Ah, ich hasse diese verfickte Kameraeinstellung. Ich weiß, ich kann sie so umstellen. Aber das ist prima. So, machen wir so in Blickrichtung. Ja, genau so ist richtig. Was soll denn der Scheiß? Warum hat er das gemacht? Ich habe nicht nach vorne gedrückt. Oh, übrigens 4 zu 0 jetzt übrigens bei Frankreich. Wo kann ich dann machen? Oh, ist schön, dass er einsteckt. Hinter
Der kann eigentlich nur nichts außer Au sagen. Ja, super, das soll da auch nicht passieren. Der Wege. Helft mir! Und stirb. Boss. Das war's nicht. Ey, ich bin eingekesselt. Was soll denn der Scheiß? Entschuldigung, dass ich ein bisschen ruhig bin, aber ich muss hier gerade denken. Oh Gott, der Oberpimp ist wieder da. Nein, das darf nicht passieren. Ich darf kein Leben verlieren. Ich weiß, unten ist ein Brunnen, den habe ich nicht vergessen. Aber ich kann nicht handeln. Das war knapp. Der, ja, greif ihn an, das ist gut. Gleich den einsaugen. Den festnageln hier und auch mit wegsaugen. Ich sehe, der Oberpimp ist wieder aufgestanden. Den. So. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Leben dazu gekommen. Das lacht an, glaube ich, weil ich voll bin. Das war knapp. Jetzt ist auch ein Speicherpunkt reanimiert worden. Uff, erstmal heilen. Also dieses Spiel ist aggro-mäßig drauf. Definitiv. Das ist ein Spiel der alten Schule. Wenn du es verkackst, darfst du vom letzten Speicherpunkt ausspielen. Null zu 4. Echt Wahnsinn. Oh nö. Wenn ich mir das schon ansehe, ey, dann wird mir übel. Da bin ich mal gespannt. 46% haben wir jetzt. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. 46%, meine Damen und Herren. Wir können weitermachen. So, gibt es hier etwas, was für mich sinnvoll ist? Natürlich auch gucken, ob ich die Tür einschlagen kann hier. Ne. So. Hier oben habe ich irgendwas gesehen. Oh Gott. Seht ihr das? Das ist nicht gut. Da oben ist Sand. Wie komme ich da hin? Ja, komme ich echt dahin? Das ist die Frage. Na gut, ich kann. Da komme ich eventuell heran. Muss ich mal gucken, wo komme ich überhaupt nach oben. Ich muss nämlich nach oben. So, hier könnte man hinkommen. Ne, das packe ich nicht. Hm. Was
nicht, packe ich das hier hochspringen und dann. Nee, das ist viel zu dicht, viel zu niedrig. Hier kommen wir also nicht weiter. Oben? Da oben vielleicht? Da drin bestimmt nicht. Ist hier irgendwie so eine Möglichkeit des Aufstiegs? Was denn das? Kann man hier hoch? Ne. Hier könnte ich mir vorstellen. Das war nicht gut. Möchte ich anmerken. Ey, nee, ist nicht wahr. Frankreich hat jetzt 5 Tore. Krass, die armen Schweizer, ey, die werden voll auseinandergesiebt. Da oben ist übrigens das Ziel. Wie komme ich da hin, Leute? Ich habe keine Ahnung. Super, ich hing schon wieder in so einer Warteschleife, ey, kacke. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich weiterkommen soll. Ist hier am Speicherpunkt irgendwie eine Möglichkeit? Wer schreit denn hier rum? Ach, irgendwelche komischen Tussen wieder vor der Tür, ey. Ich weiß ja, dass ich berühmt bin, aber so nur auch wieder nicht. Mann, ich hasse das, wenn die Leute so um 22 Uhr vor der Tür rumträrzen. Hier muss es doch irgendwie weitergehen. Da hoch, das packe ich nicht, Leute. Nee. Ich hätte schon überlegt, diesen Doppelsprung zu machen, aber auch den packe ich nicht. Das klappt nicht. Ach, Menno. Warte mal. Ne, ich habe eine Idee. Ich hoffe, die klappt auch. Mir ist gerade eine Idee eingefallen. Dazu muss ich hier. Ne, da eigentlich nicht. Komme ich hier hoch? Ist es da überhaupt auch? Ah. Das ist aber nicht so dicht wie hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber seht ihr diesen. Den Vorsprung da oben? Da will ich rauf. Oh, Scheiße, jetzt nur auf der einen Seite, ne? Fuck. Ich muss darauf. Ich habe doch auch Möglichkeit, Wandlauf zu machen, ne? Warum? Ah ja, okay, das ist die Lösung. Ja, hast du gut gemacht. Das kommt ja nicht mehr hoch, ne? Ja, super. Okay. Ihr wisst, dass ich nicht so gut klettere wie ihr. Ja, das wissen wir. Oh, krass. Frankreich hat beinahe 6:0 geschossen. Das packen die auch noch. So. So, einmal hier rüber. Dann müssen wir hier entlang. So, hoch. Und. Oh, zack. Zack. Dann muss ich hier hoch. Dann kann ich mir einmal das Sand schnappen. Und Sand. So. Jetzt muss ich hier entlang. Auch hier abspringen. Und zack. Jetzt bin ich hier. Kann ich hier mit. Jetzt brauche ich doch nicht nachgucken. Gut gemacht. In der nächsten Folge wissen wir, was dann noch hinter dieser Tür liegt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.